Jo Leute, Doppelpiece, ich versuche hier gerade mein Band reinzukriegen, aber ich bin einfach zu tollpatschig dafür. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Doppelpiece. Hier draußen sind 35 Grad. Wir sind hier heute eingeladen, ich und mein neuer Kameramann. Ich komme nicht auf deinen Namen. Oh nein, Paul. Guten Tag. Paul, Junge, ich bin gerade wirklich nicht auf deinen Namen gekommen. Wir stehen seit 2016 zusammen. Ja, wir sind hier gemeinsam auf das Trimax Fußball-Event eingeladen. Ich habe jetzt hier auch alle meine Sachen parat. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe nichts gemacht. Ich bin jetzt einfach nur vom Auto hierher gelaufen und ich schwitze schon übertrieben. Heute Morgen beim Frühstück, obwohl da alles klimatisiert war, ich bin ausgelaufen. Ich wollte eigentlich zweimal duschen heute schon. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was hier heute abgeht. Und ja, alles wird jetzt perspektivisch von Paul aufgenommen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert so mit Kameramann und so. Und ihr könnt ja gerne mal ein Feedback dazu abgeben, ob der Mann sich Mühe gibt und ob sich das lohnt, so einen Typen bei sich zu führen. Ich habe einfach 4 Tage die größte Scheiße gegessen und ich fühle mich so schlecht. Ich habe heute Eier gegessen und ich im Buffet am Hotel. Das ist das erste Mal, dass ich wieder richtig gegessen habe. Gestern war ich eine Dreiviertelstunde unterwegs und habe in Hamburg einen Döner gesucht. Aber überall waren so ganz viele bös aussehende Leute und da wollte ich nicht aussteigen. Ja, dann hat es erledigt. Jetzt fühle ich mich über... Ich sehe ein bisschen kränklich aus so von meiner Art und Weise, weil ich habe nur Scheiße gegessen. Ich habe 4 Tage nur Schokolade gegessen und ich merke das übertrieben. Ich fühle mich richtig schlecht, habe immer nur 3-4 Stunden geschlafen, ich fühle mich scheiße, Alter, ich schwöre dir. Okay, also schön dich zu sehen. Mickey TV, und das Haptik, aber ich weiß nicht, ob es. Ich muss schon sagen, was weiß ich? Den hab ich schon mal gespielt, bestimmt. What the fuck, Fußball-Events, alle schon getestet. Die haben schon noch gesehen, aber wenn nicht. Ja, 20 Mal groß ist und du mich auch 10 Mal. Ach so, schön. Dann komm, ich bin gerade gebannt. Nein. Nimm auf, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass hier eine wohltuende Atmosphäre herrscht. Ich hab's noch drauf, Mann. Dich treffe ich, du machst mich aggressiv. Das sind Socken, guck dir das an, das sind Sockenschuhe. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab jetzt schon. Das war nicht Absicht oder sowas, für so Twitch-Highlight oder so. Das ist jetzt einfach aufgerufen. Wegen Klicks und so, Bruder, sag doch mal. Wir schreiben Slavik getroffen. Gar nicht Trimax-Event oder so, sondern das ist auch nicht wichtig. Nee, weil auch das erste Mal. Wir sehen uns ja das erste Mal und deswegen ist geil, wenn das auf der Kamera drauf ist. Das war das erste Mal. Aber ich finde es auch mega sympathisch, Bro, dass du Dogecoin als Shirt hast. Ich habe auch ein Dogecoin reingeballert und dann ist der Kurs gesunken. Ich glaube, ich bin 50% minus. Alter. Ich will gar nicht darüber reden. Ich will auch darüber nicht. Fürs T-Shirt hat es noch gereicht. Wegen T-Shirt, wenigstens T-Shirt. Ja, bist du fit für heute? Fußball? Also ich habe nichts gemacht, guck mich an. Ach so, stimmt, ich sehe gerade, ich wollte gerade sagen. Ja, stabil bleibt, bei mir wird es nicht anders aussehen. Ich habe gerade ungefähr 10 Minuten Fußball gespielt, also so halb, und ich bin jetzt schon voll geschwitzt und ich habe nicht das Zeug an, was ich für den Sport geholt habe. Im Hintergrund erkennen wir die professionalisierte Version des Livestreams. Nicht nur vor der Kamera sitzen mit einem Headset auf dem Kopf, sondern so wird. Was ist das hier? Tätische Angriff oder was? Und hier, so wird es dann nachher gelivestreamt. Das ist schon geil. Also wird wahrscheinlich, ist ja nicht alles zu sehen mit dem Tor, aber wahrscheinlich kommen da noch 2, 3 andere Kameraperspektiven und dann sieht das gut aus. Und das Ganze wird gesponsert von, keine Ahnung. Aber da oben steht Werbung, also es wird dann nicht ohne runterstehen. Wahrscheinlich nicht, mehr. Ja. Maxify, das ist Maxify. Guck mal, der ist auch mit dem Video. Das schreiben wir auch rein. Schön in die Text rein. Alter, was schwitzt du so? Ich hab schon eine halbe Stunde gespielt. Der ist mir draufgewerkt, gelaufen erst mal. Hi. Komm,
auch so ein bisschen so diese Gefühle aus der Schulzeit damals, wo man dann als letztes gewählt wird. Eher so gerade. Ja, du siehst schon sportlich aus, dann weiß ich an welcher Position ich stehe. Ich wurde in das Team von Revienzeit gewählt. Berserker, wir brauchen dich. Dankeschön. Ganz ehrlich, Dicker, ich muss sehen, wie du jemanden... Wirklich, ja, dafür bin ich ja hier, ich will die Skandale haben. Zap, ich Videos drüber machen. Ja, Digga, du musst war gar nicht so gemeint. Bro, du musst, ich wollte den gar nicht das Genick brechen. Ich wusste nicht, dass der stirbt. Es geht nur darum, dass ich nicht der Letzte mehr gewählt bin. Bist du nicht, Bro. Ja, bist du nicht, du bist der Bestandteil des Teams. Du bist quasi Coach, weißt du, was ich meine? Du bist... Alles klar, Bro. Falls ihr übrigens auch mal das Gesicht hinter der Kamera sehen wollt, den hat man schon einige Male bei mir gesehen. Alter, die Kamera fokussiert schon echt geil alleine. Eigentlich brauche ich keinen Kameramann. Ja, der ist schon echt lange ein Kumpel von mir. Wir sind damals 2016 schon zusammen Fahrrad gefahren und jetzt wollen wir das einfach mal probieren, weil es auch einfach viel geiler ist. Aber ich glaube, das haben wir schon am Anfang des Videos gesagt. Aber hier ist das Gesicht zu dem Ganzen. Können wir noch mal ein bisschen rauben. Ich glaube, wir sind ein gutes Team, oder? Alter, ich höre, das macht mich so geil, diese Aufnahme zu sehen, weil die einfach so geil fokussiert wie so eine Fernsehkamera. Oh, ich liebe das Ding, Alter. Oh. Unser Team ist gut, wohl überlegt. Ich denke, wir schon. Wir haben ja Arrive, dann haben wir Revi als Team-Captain, dann haben wir Henki und wir haben ihn, also, den man ganz zart berühren muss. Ja, was? Ich habe voll Angst. Ja, nicht nein, nein, nein. Na was, Digga? Erstes Spiel, was sagst du? Gehen. Okay, Jan, was sagst du? Erstes Spiel? 3-1 für uns. Perfekt. Gleich, mach langsam, chill. Bro! Linie! Komm, warte nach vorne! Zurück, zurück! Schön! Schön! Cool, Mensch! Alter! Ich war noch nie so kurz vorm Tod wie heute. Das tut so sehr weh, Alter! Ey Jungs, sehr stark gespielt. Sehr gut gespielt, sehr stark. Richtige Bundesliga, Bruder. Wie habt ihr gewonnen? Ja, 3-2. 3-2? Oh, 3-1 hast du getippt, ne? Ja. Let's go, Powershot. Dass ich während des Spiels, also das ist so krank, man glaubt es einfach nicht, Fußball spielen. Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber dass es so ausnockt. Mir war gerade ganz kurz schwarz vor Augen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich gleich umkippe. Ich kann einfach nicht genug Luft holen. Also ich kann nicht so viel Luft holen, wie ich bräuchte. Und das ist krass. Ich weiß, so Asthma habe oder sowas. Aber mein Körper braucht mehr Luft, als ich einatmen kann. Das fühlt sich ganz komisch an. Das hätte ich nicht gedacht, Alter. Von 3 Spielen ein Sieg, dann müssen wir gewinnen, damit wir über Rattendaddy sind. Ich dachte, kommen Sie gleich hier hin. Aber so ein bisschen, nicht ganz ernst. Digga, hier ist jeder. Ein bisschen vor Tod, Alter. Ich weiß. Alle talken bis zum Erbrechen gefühlt. Das ist ja auch gut. Ja, ist geil. Macht viel Spaß. Okay. Super, was sagst du? Zu deiner Leistung als letzter Platz? Ich denke, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dadurch, dass ich nicht der performanteste Fußballspieler auf dem Feld bin. Letztendlich weiß ich, dass ich alles gegeben habe und deshalb trotzdem mit mir zufrieden bin. Ich habe immer bis an dem Punkt weiter, gerannt, wo ich wirklich gemerkt habe, da geht nicht mehr. Und ja, es geht halt einfach nicht mehr. Ich bin ein Typ, der viel Auto fährt und sonst nur zu Hause sitzt und Schokolade isst und Essen bestellt. Ich bin zufrieden. Und vielleicht wird es besser. Vielleicht ist das der Antrieb, den ich gebraucht habe, um... Ach komm, machen wir uns nichts vor.
Nochmal, Junge, du musst. Mach, komm, ich bin ja der Make-up-Artist, nicht du. Mach jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Du dummes Arschloch. Komm her, ruhe jetzt. Deutschland. So, ruhe jetzt hier. Doppeldeutschland. Doppeldeutschland. Jetzt bin ich Deutscher. Jetzt. Das dauert keine Halbzeit, dann ist es verschmiert. Was denn jetzt? Haben wir ein Tor geschossen? Nach 4 Minuten. Haben wir ein Tor geschossen? Haben wir. Es ist ein wahrlich wunderbares Szenario, in welchem wir uns befinden. Ich bin nun langsam wirklich ein wenig müde, aber guck dir das an. Public Viewing, richtig viele Leute, die man aus dem Internet kennt. Schon leicht surreal, du hast es gesagt, aber es ist cool. Und alle sind entspannt, nicht so zuschauermäßig so, oh mein Gott, kann ich ein Foto machen? Und das ist einfach schön. Guck, jeder macht so sein eigenes Ding, als wenn man unter Freunden wäre und das ist wunderschön. Und das ist das Geile, wenn du Streamer triffst. Wirklich, jeder oder andere YouTuber, so, die sind nicht aufgeregt, so, weil jeder macht dieses Ding. So, weißt du, jeder hier lebt davon. So, und das ist halt geil. So, weißt du, jeder ist geschehen drauf und ich feiere das. Ich liebe diese Atmosphäre. Nochmal der Pfostenknaller von... Alter, das war aber auch... Wo gucken wir rein? Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe jetzt ein wunderbares Foto mit meinen ganzen Teamkameraden aus dem Fußballverein, aus meiner Fußballgruppe hinbekommen. Das hat ewig gedauert. Leider habe ich jetzt meinen Torhüter nicht mit raufbekommen. Aber das Risiko bin ich jetzt nicht eingegangen, weil die Konstellation hätte ich so jetzt nicht nochmal zustande bekommen. Bei Regenzeit ist ein wenig woozy. So ist das nun mal, wenn man im Business unterwegs ist. So, wie man hier im Hintergrund erkennen kann, hier auch das Replay des heutigen Ereignisses, alles was hier heute passiert ist. Die haben jetzt hier am Ende nochmal mit diesen, keine Ahnung wie man die Dinger nennt, aber auf jeden Fall sah das mega lustig aus, wie sie sich damit weggecatcht haben. Das Event ist jetzt zu Ende, wir waren jetzt 7 Stunden oder so hier, ich bin so tot. Ich habe 15 Jahre kein Fußball mehr gespielt. Ich habe mir das wirklich sehr viel einfacher vorgestellt. Wenn du dir draußen, wenn du dir irgendwo im Fernsehen anguckst, wie die Fußball spielen, easy peasy, kein Problem, Alter. Dann bist du auf einmal selbst unterwegs und nach der halben Strecke kannst du nicht mehr. Wirklich, ich habe das schon mehrmals gesagt, auch in der Instagram-Story. Ich war mehrmals kurz davor, ohnmächtig zu werden. So, weil man auf einmal, ich konnte nicht so viel Luft einatmen, wie mein Körper gebraucht hatte. Irgendwie ist komisch, keine Ahnung, ob das Asthma ist oder sowas. Ich hoffe nicht, ich hoffe, es ist einfach nur, weil ich keine Kondition habe. Aber ja, war auf jeden Fall ein mega geiles Event hier, auf jeden Fall hier nochmal mega Danke an Trimax, der das Ganze hier gemacht hat. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch jetzt hier nochmal über den Online-Weg auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht zu lange der Schaden an seiner Schulter oder was auch immer da jetzt ist. Dankeschön auf jeden Fall auch an alle Organisatoren, die das hier ermöglicht haben. Wie gesagt, es ist so leichte Gamescom-Feelings. So. Das ist auch so der einzige Grund, warum ich auf die Gamescom gehe. Ich sage immer wieder, ich gehe auf die Gamescom, um Leute zu treffen und nicht irgendwelche Spiele zu spielen. Und hier habe ich neue Leute getroffen, mit denen ich schon Jahre über das Internet Kontakt hatte. Und das ist einfach geil gewesen. Es hat mega Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung, Trimax und das ganze Team für alles. Vielen Dank, Mann. Und das war das Video von mir gewesen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein.